2004. Überleg mal, 2004, da war ich 14. Da gab es eventuell den einen oder anderen von euch noch gar nicht. Noch Inhalt eines Spritzbeutels. Denke ich jetzt einfach mal, ich bin halt alt, ne? Ich drücke mal einen Knopf. Dieses grandiose Spiel. Wir fangen mal an. Beginnen. Yeah. Ich darf den Spielstand nicht benennen. Und ich habe keine Switch. Es ist auch nur schade um die Spiele. Heute erzähle ich euch die Geschichte von der Magikarte der Sternjuwelen. Es sieht so geil aus. Vor langer, langer Weile gab es einmal an einem fernen Ort eine riesige Stadt. All ihre Bewohner führten ein glückliches, unbeschwertes Leben. Man erzählt sich, es sei eine blühende Stadt gewesen. Bis eines Tages ein fürchterliches Unglück über die Stadt hereinbrach. Der Himmel verfinsterte sich und die Erde bebte. Das Ende der Welt schien nah zu sein. Oh nein! Innerhalb einer einzigen Nacht versank die Stadt im Erdboden. Sieht irgendwie anders aus als in meiner 20 Jahre alten Erinnerung. Was? Am Hafen wartet eine Prinzessin auf dich? Prinzessin, ihr seid doch nur Huren, aber hey! Jeder nennt seine Hure so, wie er will. Aber pass gut auf dich auf und viel Glück. Nimm Gummi! Oh, keine Bugs und Glitches. Schade. Wie der Deckel vom Schornstein dreht. Liebe zum Detail. Ich bin jetzt schon entzückt. Ey. Ich find's schön, dass jeder Charakter so seine Art hat zu sprechen. Jetzt haben wir Bob Ombisch. Geil. Da drüben ist ein Speicherblock. Wenn du ihn berührst, wird gespeichert. Du weißt schließlich nie, wann es dich erwischt. Gar nicht. Dies ist ein Speicherblock. Durch Sprünge. Schulz. Auf jeden Fall solltest du diese Blöcke nutzen, sobald du sie siehst. Ich werde erst gar nicht gefragt. Es wird einfach gemacht. So, erstmal das Wichtige zuerst. Sude lecker. Am Hafen von Rohrligen. Warte. Am Hafen von Rohrligen sah ich ein wunderschönes Fräulein. Oh, ich bin schon wieder verliebt. Ein Stammgast aus Meister Beans Bar, der sich als nächstes Klebeband und Kabelbinder organisieren wird. Die gute alte Sudelecke. Oh geil, man kann endlich mal die Wanted-Bilder sehen. Ja, ne? 1 Million? Für Cooper the Kid? Und 1 Million für Cooper the Kid 2.0? Oho. Den klatsche ich um. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal nach hinten. Euer Ernst? Es wird kurz schwarz? Also im Original hat sich das Bild einfach gedreht und dann durch das Haus gepfeffert. Okay. Ich werde mit Argusaugen dieses meisterwillige Spiel spielen und auf alles eingehen. Es gibt nur Cooper the Kid hier. Und hier fehlt natürlich wieder der Umriss einer Leiche auf dem Boden. Schweinerei. Ja, damit. Es wurde auch die sexuelle Belästigung, die noch nicht passiert ist, entfernt, was ich sehr bescheuert finde. Donny, was für eine sexuelle Belästigung? Die werde ich euch erklären, wenn es soweit ist. Das ging im Original nicht. Lass mich durch, du alte Schachtel. Ich will ins Casino. Ich muss mein Geld verpulvern. Mann. Oh. Das geht auch bei ihr. Dann schlage ich jetzt deine Küche kurz und klein. Es macht alles so viele Geräusche. Es macht alles Geräusche. Ich kann jetzt schon so viel tragen? Okay. Verdammt! Nur weil du die Hauptrolle in einem Videospiel hast. Denkst du, du musst immer alles mit Gewalt lösen. Was ist ein Videospiel? Gehst du nicht gut? Typisch, ihr von da oben seid so
Etepetete. Oh, ich brauche Sonne und frische Luft. Oh. Hey, alter Rotzbremser, komm ran. Wir bringen dir jetzt mal Manieren bei. Und da haben wir die Zensur in den Texten. Eigentlich sind die drei so nach Motto, hey, Puppe, komm mal ran. Was willst du mit dem Typen da? Ne? Aber wie nennen die ganzen Wolkenvollpfosten das immer? Catcalling oder so eine Scheiße, ne? Ich bin da überhaupt nicht drin. Das ist mir alles sowas von scheißegal. Eigentlich wird die angebaggert und dann sagt sie, eigentlich mag ich ja Leute, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber Typen wie euch finde ich zutiefst widerlich. Also verzieht euch besser. Hey Jungs, die Kleine nimmt den Mund ganz schön voll. Oh ja, wenn du wüsstest. Wenn es erstmal dunkel ist und niemand zusieht. Mann, nimmt die dann den Mund voll. Seid ihr euch zum Kämpfen etwa auch zu fein? Dann hättet ihr lieber nicht in die Katakomben kommen sollen. Ihr kriegt, was ihr verdient. Nämlich Erfahrungspopel. Und dann gibt es Leute, die machen News über Videospiele und die behaupten dann, das haben sie gut gemacht, dass sie das zensiert haben. Nein! Das hätten sie drin lassen sollen. Das ist Rohling, ein Stadt voller Rüpel. Mafiosis, Gangster, sexuelle Belästigung, wo wir den sexuellen Belästigungspanzer brauchen. Wer wohnt dort im Wald, wo der Bambus wächst, euer sexueller Belästigungspanzer. Mann! Diese kleinen Viecher. Hui! Danke für die Spende! Uff, das geschieht ihnen recht. Das ist der Moment, wo ich beim Emulator anfange zu speeden. Herr Professor, was war denn das? Die LED-Beleuchtung ist angegangen. Bei der Karte auch. Jetzt muss ich an Darkwing Duck denken. Erstmal draufmalen. Sie verkritzeln meine Karte. Es ist so hübsch gemacht. Ich liebe es. Nostalgische Töne spielen im Hintergrund die Musikstücke aus der GameCube-Version. Raus ist es lauter, ne? Ich liebe die alte Musik. Ah, es ist so schön. Ich bin ein bisschen glücklich. Was war das? Ich kann dir sagen, was das war. Fucking cool! So ein großes Monster habe ich ja noch nie gesehen. Brr, gruselig. Es ist zur Burg da hinten geflogen, oder? Lass uns lieber schnell von dir verschwinden, bevor es zurückkommt. Riechst du auch diesen komischen Geruch von siffiger Klaue? Seltsam. Die machen glubsch, glubsch. Ach, man kann die nicht mal ansprechen, man muss sie jetzt schlagen. Ah, okay, ich verstehe. Vom Tierquäler jetzt auch noch zum Vandalisten. Aha. Okay. Verstehe. Machst du wieder Danger Mario? Nee. Dieses Mal spielen wir entspannt das Spiel durch. Werden aber mit der Ordensskillung voll auf Defense und Glück gehen. Wir werden so einen richtigen Joey-Wiederlauf machen. Knaspis sind so süß! Oh, das ist so ein schönes Spiel. Es ist schön, das mal endlich zu spielen. Habe lange genug gewartet und es ist schön. Unser diesjähriger Paper Mario 2 Spieldurchlauf. Ich bin mir ziemlich sicher, hier war im Original kein Block.
damit man ein bisschen leichter durch den Kampf kommt. Die haben überall kleine Sachen reingepackt, damit man es leichter hat. Ich weiß ja nicht, wie ich das finden soll. Das wäre echt nicht nötig, hier noch Items zu platzieren. Es sieht so gut aus, alles. Diese Knochen erinnern mich irgendwie an meinen Vater. Ganz bestimmt. Vater! Aber Mario, mein Vater hat ja noch einen Brief in der Hand. Was sollen wir tun? Willst du den Brief lesen? Ja, klar. Er kann uns eh nicht dran hindern. Gut, lass ihn uns lesen. Also. Ich wollte gegen Logat kämpfen. Aber jetzt ist mein eigenes Ende nah. Immerhin konnte ich herausfinden, dass Logat einen Schwachpunkt hat. Mich verlässt die Kraft, so beende ich diesen Brief mit einem Gruß an meinen Sohn Colorado von Haribo. Ich werde dich immer lieben. Nanu? Colorado? Nicht Kupio? Anscheinend war das doch nicht mein Vater. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ob die Knochen da drüben wohl die Knochen von meinem Vater sind? Ja, wer weiß das schon, ne? Los, steh auf! Wer bist du? Ich? Ich bin eine Diebin, die viel in der Welt herumkommt. Man nennt mich Margarine. Zum Abschied, nur so. Dabei haben wir uns gerade erst getroffen, aber es ist Zeit für den Abschied. Aber hey, du kannst doch mal auch nicht einfach küssen. Sag die Richtige. Was war denn das für eine? Ich fand sie ganz nett. Die Röhre ist neu. Die Röhre ist einfach dazu da, damit man nicht den ganzen Weg nochmal an. Okay, das ist smart. So kleine Quality of Life-Änderungen finde ich akzeptabel. Finde es auch schön, wie hinten in der Ecke das Licht durchscheint, weil die zusammengefaltete Burg nicht perfekt verklebt wurde. Auch sehr schön. Rein da! Eine viel längere Animation. Gefällt mir. Wieso seid ihr nur alle hinter meinem Schatz her? Kriegt ihr denn nie genug? Was seid ihr für Narren, mich besiegen zu wollen? Gefällt mir, voll gut gemacht, ey. Oh, Zeit für einen Imbiss. Wen soll ich nur zuerst anknabbern? Die Shy Guys sind amused. Und ich finde es komisch, dass da genau 8 Toads sind. Diese 8 Toads haben bestimmt nichts zu befürchten. Nein, denen geht's bestimmt super. Und du willst doch bestimmt den exquisiten, würzigen Duft meiner Klauen kennenlernen. Nur ganz kurz schnüffeln. Diese 8 Toads, die haben nichts zu befürchten. Das ist so doof. Diese blöde Bühnenbeleuchtung hat 2 Toads befreit. Was soll der Scheiß?
sie. Oh, oh, ich. Schimpf und Schmach. Ach, weißt du, Drachen töten, ne? Ey, ist schon gut, ich mach sowas ständig, ja? Weißt du, was ich mein? Kein Problem, dafür brauche ich kein Lob. Geschafft, Mario. Was kitzelt mir an den Nippeln? Platzfeiwichte, es ist Zeit für meinen Auftritt. Aber ich frage mich, wieso Kevin Cooper mich wohl gerufen hat. Das Bild rechts, Bowser hat eine Schnauze, hat einen Mustache. Oh, wie geil. Es ist etwas Furchtbares passiert. Prinzessin Peach ist in Rolling entführt worden. Prinzessin Peach über meinen Kopf hinweg zu entführen? Niemals unter keinen Umständen kann ich so etwas zulassen. Ich habe Patent. Wir müssen sofort los, auf nach Rolling, und wir müssen Peach retten. Aus dem Weg! Ah, das Spiel ist toll! Es macht sehr viel Spaß!